Heute beginnt endlich die große Reise. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Frankfurt, vom Flughafen Frankfurt. Ja, wir hatten schon eine sehr, sehr holprige Anreise, haben außerhalb geparkt, was auch schon sehr, sehr abenteuerlich wäre, aber trotzdem alles geklappt hat. Und man soll ja immer 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein und haben wir auch gerade so geschafft, aber 3 Stunden wären, glaube ich, besser gewesen, denn man hat sich schon echt abgehetzt. Beim Check-in hat man ewig lang angestanden. Ich wollte Online-Check-in gestern machen, das hat aber leider nicht funktioniert. Ja, dann haben wir halt eben bestimmt eine Dreiviertelstunde anstehen müssen. Dann natürlich dann auch nochmal die Gepäckkontrolle, da auch bestimmt nochmal 40 Minuten oder so angestanden. Und jetzt hat unser Flugzeug auch noch Verspätung um fast eine Stunde, ja. Also viel werde ich aus dem Flugzeug natürlich nicht zeigen können, vielleicht ein paar kurze Aufnahmen mal so zwischendrin, aber ich werde mich wahrscheinlich dann erst dann wieder melden, wenn wir dann in La Romana, also in der Dominikanischen Republik, angekommen sind. Ja, also ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt schwieriger verstehen, aber egal, kurze Aufnahme. Also wir sitzen jetzt im Flugzeug, eigentlich ganz bequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist mehr Platz, als ich eigentlich gerechnet hätte. Sitzen im Mittelgang zu dritt und dann außen sind noch zwei. Also die Maschine ist kleiner, als ich gedacht hätte und wie gesagt, etwas verspätet. Und jetzt geht's auf nach La Romana. Ja, also für uns gibt es jetzt ein Mittagessen. Ihr seht Pasta mit Bolognese und Linsen, ein Salat, ein Brötchen mit ein Stück Butter und einen Schokoladenpudding. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich werde mich jetzt auch nochmal nach 8 Stunden. Hier sehen wir, da geht es nach Orlando, da fliegen wir aber leider nicht hin. Wir nehmen jetzt hier die Kurve runter nach La Romana in der Dominikanischen Republik. Ja, also kurz vor der Landung, also wir haben jetzt noch gut 1,5 Stunden, gibt es jetzt nochmal einen Snack und zwar so ein Panini Margarita. Ja, sieht ganz gut aus und ist warm und gespannt, wie es schmeckt. Ja, es ist jetzt tatsächlich fast geschafft. Es sind nur noch 10 Minuten bis zur Landung. Wir sind jetzt schon über der Dominikanischen Republik. Ihr seht es hier gerade, noch 9 Minuten und dann sind wir endlich in La Romana und werden dann dort direkt vom Rollfeld mit Bussen zum Hafen gefahren. Also 15 Minuten sind ungefähr, ist die Transferzeit vom Flughafen bis zum Schiff dann. Wir haben es tatsächlich jetzt ans Cruise Terminal geschafft und da seht ihr sie auch schon stehen, die Mein Schiff 2. Ich kann bestimmt gleich noch eine schönere Aufnahme machen. Ja, super! Endlich sind wir angekommen und ich weiß, das Mikrofon ist noch nicht angeschlossen, aber ist mir jetzt einfach egal. Ich bin wirklich fix und fertig, es ist so warm, aber ich möchte auf jeden Fall ganz schnell meine Kabine zeigen. So sieht sie aus. Eine Innenkabine, wie ihr sehen könnt. Richtig schön, also viel mehr Platz als letztes Jahr auf AIDA. Ein großes Bett, also hier kann ich mich richtig schön breit machen. Da liegt auch schon das aktuelle Tagesprogramm. 2 große Nachttischchen, natürlich auch mit Steckdose. Sehr, sehr gut, da habt ihr mich gesehen. Ich bin einfach noch viel zu warm angezogen. Einen großen Fernseher, hier haben wir einen Schrank. Mach ich mal ganz kurz auf, also genug Staufläche. Einen großen Schreibtisch mit einer Espressomaschine dazu. Tassen, Karaffe für Wasser zu holen. Und hier haben wir noch einen zweiten Schrank. Mit einem Safe. Sehr, sehr schön. Klimaanlage kann man hier einstellen. Die ist jetzt gerade aus. Die sollte man natürlich mal anmachen. Und das Badezimmer. Auch ausreichend Platz, wie ich finde. Also ein schöner Waschtisch haben wir hier. Kann man auch schön was in die Schubladen tun. Hier Stellfläche, sogar Kosmetikspiegel. Einen großen Spiegel, Handtücher, Toilette und natürlich auch eine Dusche. Ja, das ist meine Kabine für die nächsten 14 Tage. Wir kommen jetzt gerade von unserer Seenotrettungsübung und laufen jetzt hier gerade mal so ein bisschen übers Schiff. Jetzt haben wir schon das meiste erledigt und warten noch auf unsere Koffer und schauen jetzt mal an, wie es draußen so aussieht. Ich habe mich dann jetzt mal ein bisschen nach oben gekämpft und zwar haben wir hier einen wunderschönen Blick auf den Hafen von Punta Cana von La Romana hier in der Dominikanischen Republik.
Und dieses Schiff hier ist so wahnsinnig groß. Hier oben seht ihr das Fitnessstudio. Also ich werde auf jeden Fall da noch einen richtigen Schiffsrundgang produzieren in den nächsten Tagen. Also ich denke mal morgen, weil wir morgen Seetag haben. Es ist mega, mega hoch, wie ihr sehen könnt. Und ja, mal schauen, wo es da hinten hingeht. Hier hat man schon einen Blick auf einen der zwei Pools. Also es ist nicht ein Kinderpool, es ist ein kleinerer Pool mit ganz vielen Liegemöglichkeiten. Ja, und hier sehen wir jetzt das Pooldeck mit dem riesengroßen, mein Schiff typischen 25 Meter Pool. Mega, mega cool. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese 14 Tage hier freue. Ich würde mich jetzt schon freuen, wenn der Koffer ankommen würde, weil wir haben gerade eben per Durchsage gehört, dass es noch einen Moment dauert. Die werden direkt auf die Kabine gebracht, damit ich mich endlich umziehen kann und aus den Winterklamotten rauskomme. Ja, ich schaue mich gerade hier so ein bisschen um und so ein bisschen fühle ich mich gerade wie im Marvel Hotel. Hotel New York, die Art of Marvel, denn hier ist irgendwie, ja, jetzt sieht man es gerade nicht, ich habe vielleicht gerade ganz kurz gesehen mit Spider-Man, so eine Art Marvel-Ausstellung. Ja, ziemlich, ziemlich cool ist die Galerie bei hier. Hier können wir es jetzt nochmal genauer sehen. Ziemlich cool. Ja, ich wollte mich jetzt nochmal melden aus der Kabine. Endlich sind die Koffer da. Und da steht er endlich, wo ist er? Da seht ihr dann. Den werde ich jetzt noch ausräumen und dann mal gucken, dass ich auch alle Sachen verstaut bekomme. Dann duschen gehen, umziehen und ich habe echt Hunger und möchte auch gerne mal was trinken. Und dann können wir so langsam in den Urlaub starten. Heute Abend um 22 Uhr legen wir ab. Also das ist jetzt, ich glaube, gleich 19 Uhr. Also in 3 Stunden ungefähr. Hier haben wir ja 5 Stunden Zeitunterschied. Das bedeutet also, wenn es hier 19 Uhr sind, sind es schon 1 Uhr in der Nacht dann gleich in Deutschland. Nicht 1 Uhr, 12 Uhr, 0 Uhr. Und ja, damit muss man auch erstmal klarkommen. Aber ich habe im Flugzeug so viel geschlafen, sodass ich jetzt auch direkt versuche, heute in den richtigen Rhythmus zu kommen. Das ist ja sowieso wichtig, dass wenn man in solche Länder fliegt, wo halt eben so eine große Zeitverschiebung ist, dass man direkt schaut, dass man in diesen Rhythmus kommt des jeweiligen Landes. Ja, Internet läuft auch, mehr schlecht als recht. Also man kann so das Nötigste machen. Man kann mal Instagram checken und eine WhatsApp oder so schicken, aber Videos hochladen oder so, das ist absolut nicht möglich. Also da muss ich tatsächlich schauen, dass ich dann irgendwelche WLAN-Spots finde an irgendwelchen Häfen und so, dass man dann das damit machen kann. Mal schauen, das wird ja auch irgendwie möglich sein am Freitag zum Beispiel. Nicht am Freitag, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, haben wir einen Seetag und am Sonntag sind wir in Fort-de-France und das ist eine französische Kolonie. Das bedeutet also, wir haben ein französisches Handynetz. Also wir können dann unser Handy total normal nutzen. Das heißt also, ich werde dann dieses Video dann wahrscheinlich dann jetzt hier hochladen können, damit ihr das dann auch schnellstmöglich sehen könnt. Alles andere werde ich dann wahrscheinlich dann nachsenden, wenn es mir dann irgendwie möglich ist. Also wenn ich einen WLAN-Spot finde oder erst dann nach der Reise, aber egal. Es wird auf jeden Fall von jedem Tag was zu sehen geben. Morgen, ich freue mich schon darauf, einen Schiffsrundgang zu machen. Wir sind ja jetzt eben schon mal so ein bisschen über das Schiff gelaufen, um das Ganze mal anzuschauen. Morgen dann einen richtigen Schiffsrundgang. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Hier ist es war natürlich jetzt sehr, sehr kurz. Es gab nicht sehr viel zu sehen, weil man muss ja auch mal alles in die Tasche reinräumen und ja, ist doch alles etwas stressiger gewesen als die Anreise letztes Jahr nach Mallorca. Also dieser Flug, diese 10,5 Stunden oder so, die sind schon echt recht stressig, aber ja, ist alles machbar und man kommt dann in einer komplett neuen Welt an und ich versuche es auf jeden Fall zu genießen und freue mich jetzt auf die nächsten Tage, freue mich auf den Seetag morgen, erstmal so ein bisschen relaxen und dann können wir dann am Sonntag so richtig durchstarten. Ja, also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, wir sehen uns ganz bald wieder hier auf der Mein Schiff 2 und bis dahin sage ich euch wie immer, bye bye.